Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Runde Chris mit mir, dem Alt-Ernie. Und irgendwie ist hier eine Kugel. Ah doch, die habe ich gesammelt. Okay. Also konnte ich die doch einfach einsammeln. Ich dachte, da würde jetzt irgendwas Komplexes kommen. Aber dem war nicht so. Aber er war so freundlich, uns die zu geben. Und wir müssen jetzt... das war vielleicht blöd. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das war blöd. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Moment. Ich glaube, das war gar nicht so blöd. So. Okay. Jetzt portet man uns da rein. Okay. Schwupp. Aha. Halte was? Halte A. Ah, dann kann sie höher springen als vorher. Okay. Das ging vorher ja nicht. So konnten wir vorher nicht springen. Das hat nicht funktioniert. Also hat der kleine Quader oder was immer er jetzt auch darstellt, uns einen Gefallen getan. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wie uns das weiterhelfen soll. Schlaumeier. Okay, nochmal das Ganze, weil es so schön war. Wie da jetzt drauf gekommen? Hallo? Nee. Achso, alles klar. Ja. Ich weiß noch nicht, ob mir das irgendwas bringt, da hochzugehen. So. Schlaumeier. Und jetzt geh wieder weg, sag ich doch. Na, so komme ich ja nicht rauf, aber vielleicht von hier. So. Okay. Okay, wahrscheinlich. Okay, es geht nach oben auf jeden Fall. Ach, Schlaumeier. Okay, wenn ich da jetzt rausspringe, okay, dann warten wir jetzt. Und machen... Nein. Und nun? Aber da geht's doch nicht weiter, sorry, da komme ich nicht rüber, auf gar keinen Fall. Auf überhaupt gar keinen Fall komme ich da rüber. Höchstens, ich weiß aber nicht, mal gucken. Nö, darauf landen ist auch nicht. Was soll das? Übersehe ich irgendwas? Verratet ihr es mir? Ich weiß es gerade nicht. Der verändert sich nicht. So. Da komme ich niemals rüber. Never ever. Gar keine Chance. Aber warum führt der Weg da hoch? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Egal wie ich es drehe und wende. So, und jetzt? Ach, darüber, alles klar. Okay, das hatte ich jetzt nicht bedacht. So, da sind wir jetzt nochmal eine Nummer höher gekommen. Und nun? Ich weiß es nicht, Leute. Ich irre hier mehr oder weniger rum. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich meine, es ist weiterhin total schön, aber irgendwie habe ich immer total das Gefühl, ich würde Dinge verpassen. Da geht's nicht weiter.
Okay, an diesen Dingern geht's aber weiter. Okay. Und nu? Soll ich darüber? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber ich teste es mal. Och nein. So wird das nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich auf diesem komischen Teil da landen kann. Keine Ahnung. So. Also, eins ist mal klar, das Ding stört. Ach, knapp daneben ist auch vorbei. Ein Versuch starte ich noch. Schwupp. Da komme ich aber doch nicht hoch. Never ever. Wahrscheinlich muss ich da auf diesem komischen Teil da landen. Ah, oder auch nicht, weil so wäre ich eigentlich drauf gelandet. Übrigens kann ich nicht mehr den Stein machen. Möchte ich mal so erwähnen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Aber trotzdem kann ich hier drauf landen. Nein. Kann ich nicht. So. Ach doch, da komme ich rüber, ich Idiot. Naja, man kann nicht alles haben. Aber ich glaube, dass das funktionieren kann. Dann hier rüber, darüber, darüber. So natürlich nicht. Wie doof war das denn jetzt schon wieder? Ich nehme mal ein Schlückchen Kaffee. Ach ja, weil ich das aufnahme, ist übrigens Heiligabend. Ich wünsche euch alle auf jeden Fall ein besinnliches Weihnachtsfest. Ich weiß, viele machen dann immer so Videos und so totale weihnachtliche Videos. Ich gestehe, ich bin jetzt nicht so der Weihnachten-Fan. Aber das ist sowieso immer Geschmackssache. So wird das nix. Ich muss darüber mich dann ein Stückchen weit fallen lassen und dann erst springen und nicht gleich direkt. Das bringt nichts. Also nochmal. Lalalala. So. Und jetzt. Nein, das war wieder zu früh. Verdammt. Stunden später. Ich glaube, ich werde damit diese Folge noch füllen. So wie das aktuell aussieht. Oder auch nicht. Ich bin rübergekommen. Mein Gott, bin ich stolz auf mich. So. Jetzt haben sie mir einfach den Stein weggenommen. Okay, da kommt man durch. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, dass es so einfach sein würde. So, was ist das jetzt hier? Wir gucken mal, was das hier soll. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Die Tiere helfen uns auch nicht wirklich. Nein. Auch wieder zu spät, vermute ich. Ja, aber das hilft uns auch nicht so richtig. Also ich hätte jetzt ja vermutet, dass die mir irgendwie weiterhelfen hier. Nee. Oder doch. Oder ich weiß es nicht. Und doch, der Stein geht doch noch. Okay. Welcher uns aber hier jetzt offensichtlich nicht wirklich weiterhelfen wird, oder sehe ich hier irgendwas falsch? Korrigiert mich. So, also nochmal versuchen. Oh nein. Der Stein kommt auch nicht runter, wenn ich hier
wirklich. Nicht wirklich. Aber da kommen wir auch nicht zurück. Das ist ja auch besonders toll. Ich bleibe immer noch dabei, dass ich glaube, dass diese komischen Schmetterlinge oder was immer das auch sind, damit zu tun haben. Und das hilft uns nicht. Da bewegt sich mal rein gar nichts. Da auch nicht. Nee. Das muss was mit diesen Schmetterlingen zu tun haben. Aber nicht so richtig. Ich weiß es gerade nicht. Habt ihr eine Idee? Ich nehme mich gerade nicht. Nicht wirklich. Runterholen hilft da wahrscheinlich auch nicht viel. Auf den Dingern kann man noch nicht landen. Nein. Das funktioniert nicht. Das hilft mir nichts. Ich weiß es gerade total nicht, ne? Also irgendwie, was muss das doch mit diesen Dingern zu tun haben? Nee, ich kann nicht auf den Dingern landen. Nicht wirklich. Nein. Sie umkreisen die ganze Zeit schön den Stein, aber ich bin da raus gerade. Es hilft mir nicht. Leute, ich habe gerade keine Idee. Aber so überhaupt gar keine. Aber wirklich gar keine. Oftmals entstehen solche Situationen ja aus meiner persönlichen Unfähigkeit heraus, solche Spiele zu spielen. Aber ich weiß es nicht. Also das Joypad vibriert auf jeden Fall, wenn ich das mache. Also sprich, mit den Fliegedingern in Verbindung zu kommen. Aber inwieweit mir das helfen soll, ist mir echt nicht bewusst. Na gut, ihr Lieben, ich werde die Folge mal beenden und mal gucken, ob ich rausfinde, was hier zu tun ist. Denn aktuell weiß ich es wirklich gar nicht. Aber so überhaupt nicht. Wir werden schauen. Ich will mal gucken, ob ich das im Off rauskriege. Entweder nun alleine oder mit der Hilfe von YouTube oder wie auch immer, weil ich bin hier gerade echt ein bisschen befragt. Na gut, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Diese Folge kommt am ersten Weihnachtstag, genau. Nochmal ein wunderschönes Weihnachtsfest, besinnliches Weihnachtsfest. Das Spiel passt ja auch irgendwie zu besinnlich, auch wenn mir gerade nicht nach besinnlich ist, sondern ich eigentlich einfach nur wissen will, wie geht's hier weiter. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.